Es startet in der Früh immer gleich, dass man sich immer die Zahlen vom Vortrag anschaut, dass man da wirklich immer up to date ist, was ist passiert am Vortrag, was hat gut funktioniert, was vielleicht nicht ganz so gut. Ich fange um 7 Uhr an und mache halt dann zum Mittag mal kurz Mittagspause. Dann meistens halt unter der Woche bis 5, außer am Freitag, da hören wir Mittag auf. Und ja, man hat es schon eigentlich relativ flexibel, weil wenn ich mal sage, ich komme mal 2 Stunden später, weil ich ein Handwerk oder was bei mir daheim habe, ist das kein Problem nicht. Ich bin ganz Tag unterwegs bei meinen Kunden. Schau, dass die eben alles haben, was sie brauchen. Und fahre ab und zu im Shop. Was bei uns besonders spannend ist im Team, dass sie jetzt, sage ich mal, wirklich sehr durchmischt ist, kann man sagen. Also ich habe Mitarbeiter dabei, die sind weit über 20 Jahre schon bei der Firma. Und auch welche, die was natürlich erst ganz kurz dabei sind, natürlich noch recht viel lernen müssen. Da funktioniert der Austausch untereinander eigentlich recht gut und es kann eigentlich trotz allem jeder von einem anderen noch was lernen. Die Zusammenarbeit mit den anderen Kollegen aus anderen Bereichen ist auch sehr gut, weil man ab und zu doch auch Tipps holen kann von einer anderen Branche. Ja. Und auch die Zusammenarbeit mit der Zentrale ist sehr gut. Es ist immer wieder da, man erreicht wen, man steht nie allein nicht da. Im Außendienst ist man natürlich eigentlich Einzelkämpfer. Jedoch stehen natürlich im Hintergrund ganze Armada an Leuten, die einem hilft. Wenn man sehr strukturiert ist, dann hat man eine gute Work-Life-Balance. Ja. Es ist, du kannst alles flexibel einteilen. Ja. Du richtest natürlich deine Arbeitszeit nach den Kunden, aber du kannst es flexibel einteilen und es bleibt genug Zeit, auch, dass du wieder ein bisschen zu dir selber kommst und auch Zeit für die Familie hast oder für die Freunde. Größere Team-Events, was wir natürlich jährlich haben, wirklich alle zusammenkommen, was in der Hinsicht natürlich auch ganz lässig ist, weil man auch viele Mitarbeiter aus dem Innendienst wieder mal sieht oder vielleicht auch, sage ich jetzt einmal, Mitarbeiter, die weit weg sind, die was man nicht so oft trifft. Es gibt den Berner Campus, da kann man sich in Zeiten wie diesen online auch informieren. Ja. Es hat auch unser Gebietsleiter eine Schulung für uns gemacht, für einen Fensterbau zum Beispiel. Ja. Und es werden auch laufend Schulungen angeboten. Ich muss mich glücklich schätzen, dass ich solche Führungskräfte habe. Wir verstehen uns sehr gut. Es ist immer ein offenes Ohr da. So, mein Vorgesetzter hat immer ein offenes Ohr für mich. Ich kann ihm jederzeit anrufen, wenn ich was brauche. Er ist immer da. Ich habe nie das Gefühl, dass ich am stehe. Und er weiß eigentlich auf alles eine Antwort. Schaut sich das an, gibt uns Tipps, gibt uns gutes Feedback und motiviert uns. Also für mich persönlich ist der Umgang mit den Leuten, das ist für mich das Coolste beim Berner eigentlich, weil im Großen und Ganzen ist doch irgendwie ein bisschen wie eine große Familie beim Berner. Jeder kann mit jedem quatschen, jeder kann zu jedem gehen und jeder ist nett zum jeden. Und das ist eigentlich das Allercoolste an der Firma. Was mir am meisten Spaß macht, ist die Abwechslung in unserem Job. Also das ist wirklich kein Tag wie der andere. Man kann im Endeffekt nie genau sagen, was erwartet einen heute, wenn man rausfährt. Also das Schöne ist das, wenn du zu deinen Kunden gehst und die freuen sich auf dich und du merkst, okay, die sehen dich gern, das heißt, du machst dann auch deine Arbeit gern. Ja. Und das ist einfach, du bist mit Freude bei der Arbeit.